Herzlich willkommen aus Heidelberg. Heute bei uns im Interview Britta Dau. Hallo Britta. Hallo. Eine unserer Neuzugänge. Du fühlst dich schon wohl hier in Heidelberg, wie du das schon mehrfach betont hast. Der Erfolg tut ein Übriges. 5 Spiele, 5 Siege bisher. Wie wertest du das und was macht euch so stark bisher? 5 Spiele, 5 Siege ist natürlich ein Traumstart in die Saison. Ich denke, was uns stark macht, ist vor allem unsere Flexibilität. Wir können sowohl über Inside scoren, als auch wenn sie dann anfangen drin zu doppeln, über Outside. Wir können schnell spielen, wir können langsam spielen. Das ist ein ganz großer Punkt. Ich glaube auch, dass alle scoren können. Wir haben eine tiefe Bank, haben viel Spielzeit. Das eine Spiel macht Rachel 20 Punkte, das andere die Schatzi. Also ich denke, das ist eine unserer ganz großen Stärken. Wie siehst du bisher persönlich deine eigene Leistung? Also ich denke, wenn man wo Neues hinkommt, muss man sich natürlich erstmal immer an den Spielstil gewöhnen. Ich hatte das Gefühl, das hat eigentlich sehr schnell geklappt. Und auch durch dieses herzliche Willkommen hier habe ich mich natürlich sofort wohlgefühlt. Das hat geholfen. Natürlich gibt es immer Punkte, die man verbessern kann. Der Spielüberblick, ein bisschen Tempobestimmung, Entscheidungen in der Offense, daran werde ich auch weiter arbeiten. Aber sonst freue ich mich, dass das hier am Anfang so gut gelaufen ist bis jetzt. Super, du warst ja im Sommer bei der U20-EM dabei, wie Anne Zipser auch. Wie sind so deine Ambitionen Richtung U20 im nächsten Jahr dann? Es wäre natürlich toll, wenn das nächsten Sommer nochmal klappen würde. Ich denke, vor allem jetzt gestern, wo wir auch gegen die A-Nationalmannschaft getestet haben, hat man gesehen, dass das einfach toll ist, wenn man halt mit so internationalen Leuten international spielen kann. Das sind immer tolle Erfahrungen, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn das wieder klappen würde. Okay, denkst du einen Schritt weiter, um mal später dann an die Frauennationalmannschaft in ein paar Jahren? Also ich denke, gestern hat man schon gesehen, auch am Ergebnis, dass das noch ein Klassenunterschied ist. Aber es war schon, allein das war schon echt cool, gegen so die Mädchen zu spielen, die man früher immer bewundert hat. Aber also es wäre natürlich ein Traum, aber man muss natürlich gucken, wie weit es dann auch nach oben gehen kann. Weiterstadt, Ludwigsburg und Würzburg sind die letzten Gegner in der Hinrunde für euch. Jetzt am Sonntag um 15 Uhr das Nachholspiel gegen Weiterstadt. Wie siehst du diese 3 Spiele? Rechnet ihr mit einem 0 Durchmarsch? Also ich denke, das muss ganz klar der Anspruch sein, vor allem wenn man jetzt den Start der Saison betrachtet. Aber viel wichtiger ist eigentlich noch, dass wir uns von Spiel zu Spiel verbessern und auch Richtung Rückrunde schauen und gucken, dass wir dann immer besser werden, auch wenn es dann irgendwann in die Playoffs geht. Und das denke ich jetzt auch für die letzten 3 Spiele in der Hinrunde das Wichtigste. Sonntag Weiterstadt, ein Gegner, der bisher 1 Spiel gewonnen hat, nur. Seid ihr vorbereitet? Was erwartet euch am Sonntag gegen diese Mannschaft? Natürlich. Wir müssen die absolut ernst nehmen. Hier darf man auch in der Liga überhaupt keinen Gegner unterschätzen. Ich denke aber, dass wir uns vor allem auch auf uns konzentrieren müssen. Wenn wir es schaffen, gut zusammenzuspielen und unser Spiel durchzuziehen, dann können wir hier, denke ich, jeden schlagen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und das wird, glaube ich, auch am Sonntag das Ziel sein. Gut, Britta. Weiterhin viel Erfolg. Viel Freude hier in Heidelberg in der neuen Umgebung. Liebe Basketfreunde, nochmal der Hinweis, diesmal eben Spieltag am Sonntag, 15 Uhr im Sportinstitut. Kommt vorbei zum Spiel der Baskets gegen Weiterstadt. Das war's für heute und tschüss.